Hallo und herzlich willkommen auf Eurelia.de. Schauen wir uns nun die nächste Induktion an, die als Aufgabe rechnen sollte. Nun, die Aufgabe hieß 1 minus 1/2 mal 1 minus 1 Drittel mal und so weiter mal 1 minus 1 durch n, also bis zum n-ten Faktor, soll gerade wieder 1 durch n ergeben. Vorausgesetzt n größer gleich 2. Das heißt, wenn wir hier so eine Voraussetzung haben, müssen wir auch damit den Induktionsanfang bestreiten, nämlich n gleich 2. Das heißt, wenn wir hier 1 minus 1 durch n ist gerade 1 minus 1/2. Ja, 1 minus 1/2 ist 1/2. Das soll gerade 1 durch n ergeben. Ja, n ist 2 gewählt, also stimmt es 1 durch 2, 1/2 korrekt. Also, dann können wir den Induktionsschritt beginnen. Das heißt, wir wollen schauen, das ist angenommen, die Behauptung gilt für ein beliebiges, aber festes n. Das heißt, schreiben wir die Behauptung nochmal hin. 1 minus 1/2 mal 1 minus 1/3 mal und so weiter 1 minus 1 durch n. Soll gerade 1 durch n ergeben. Wir nehmen jetzt an, dass es gilt für n. Dann müssen wir zeigen, dass es eben auch für n plus 1 gilt. Nun, für n plus 1 sieht es dann folgendermaßen aus. 1 minus 1/2, 1 minus 1/3 mal und so weiter. 1 minus 1 durch n mal 1 minus 1 durch n plus 1. Wir müssen n plus 1 den Faktor dazu machen. Und der letzte Faktor vorher bleibt natürlich so stehen. Am Ende ändert sich natürlich auch, statt n wird n plus 1. So, und jetzt wollen wir das hier beweisen. Das ist die Hauptarbeit und sozusagen der mathematische Teil der Induktion. Nun schreiben wir es mal auf. 1 minus 1/2 mal 1 minus 1/3 mal und so weiter 1 minus 1 durch n mal 1 minus 1 durch n plus 1. Das ist also die linke Seite da. Wir wollen ja zeigen, dass wir dann 1 durch n plus 1 rausbekommen. Also müssen wir das so lange umformen, bis wir das haben. Nun, dieser Bereich hier, den kennen wir von unserer Induktionsannahme. Das ist gerade 1 durch n. Also können wir quasi diesen ganzen Rattenschwanz, den wir hier stehen haben, mit 1 durch n ersetzen. Weil der eben diese Gleichung da oben gilt. Das heißt, es steht dann 1 durch n. Was bleibt übrig hier? Mal 1 minus 1 durch n plus 1. Nun, das ist nicht mehr, sieht nicht mehr so schwierig aus, ist es auch nicht. Wir müssen hier den Hauptnenner bilden und dann schauen und hoffen, dass wir auch gerade auf 1 durch n plus 1 kommen. Das heißt, wir lassen 1 durch n stehen, bilden hier den Hauptnenner. Hauptnenner ist logischerweise n plus 1. Nun, wenn ich hier 1 erweitern möchte mit n plus 1, bleibt oben natürlich auch n plus 1. Hier müssen wir nichts mehr erweitern, das heißt, wir schreiben einfach minus 1 nochmal hin. So, n plus 1 minus 1 ist gerade n. Das heißt, es steht hier da 1 durch n mal, hier im Zähler steht n. Und im Nenner steht n plus 1. Nun, das n kürzt sich raus, steht da 1 durch n plus 1. Das wollten wir zeigen. Das heißt, diese Identität, die da oben steht, gilt. Danke.